Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und die Käselieferung riecht komisch. Das ist total normal. Olivia weiß, dass ausgefallene Käsesorten manchmal etwas reif riechen, doch die letzte Lieferung stinkt geradezu. Soll Olivia den Koch bitten, mal daran zu riechen oder ihn einfach servieren? Wir fragen den Koch mal lieber, oder? So, der hat den Garten jetzt gemacht, oder? Du darfst jetzt nochmal aufs Klo, du darfst dir sogar ein Schaumbad gönnen. Und ist doch was von deinem Essen da? Natürlich nicht. Liegt erstmal ein Buch auf dem Boden, ist komplett normal. Ist auch nichts. Aber wir können jetzt mal die übrigen Dinger verkaufen. Und ein bisschen reicher werden. So. Jetzt gucken wir mal. An dem Käse ist absolut nichts verkehrt. Er muss nach verfaulten Eiern riechen. Jetzt ist der Koch wütend, weil Olivia seine Zeit verschwendet hat. Ja. Man kann nicht alles im Leben haben. Ne? Wir wollten nur auf Nummer sicher gehen, aber nein, das war jetzt auch wieder falsch. Ach, so ein Missgeschick aber auch. So, er badet nochmal entspannt. Ich glaube, du hast genug gebadet, oder? Und wir müssen ihn ja noch Klavier und Gitarre spielen lassen. Damit er da mal weiterkommt. Ach, die Wäsche hängt hier so schön. Nicht, dass wir einen Trockner haben oder so, nein. Aber so Wäsche dahin hängen ist natürlich schöner. Können wir keinen Fernsehen gucken, aber er kann in seinem Zimmer, glaube ich, Fernsehen gucken. So, guckst du hier den Kochkanal an. Und danach kannst du ja hier Klavier spielen. So. So machen wir das. So, die wunderschöne Wand hier. Mensch, das ist doch schön, in seinem Zimmer sitzen, niemand stört einen und erstmal entspannt essen. Wir müssen irgendwann mal schönere Türen kaufen. Ich finde diesen Teppich, der passt auch so geil hier rein. Also, der ist echt gut. So, wir fangen mal an, Elfenbein zu kitzeln. Leute, ihr seid hier echt überfordert mit der Wäsche, oder? Jetzt fängt die bestimmt an zu stinken. So, die Gitarre im Inventar? Nee, hast du auch nicht. Habe ich die Gitarre denn hingestellt? In den Keller, oder? Ja. Genau. Ich werde die jetzt mal in sein Zimmer stellen. Da. So, gerade mal kurz suchen, ist bestimmt niemandem aufgefallen. Ja, pack deinen Teller hier hin, das ist kein Problem. Diese schöne Musik, könnt ihr sie hören? Hat der da gerade Tiergeräusche gehabt? Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. So, vielleicht kriege ich das ja hin. Ich glaube, das wird noch ein harter Weg für ihn. Ernsthafter Musiker. Er ist ein ernsthafter Musiker und spielt dann solche Musikstücke. Ich muss schon sagen, der Typ, der muss sich hochgeschlafen haben. Was anderes ist gar nicht möglich. Was anderes kann ich mir da einfach nicht vorstellen. So. Der Garten glitzert so schön. Und wir können ja schon die nächsten Pyhtahaya-Bäume ernten. Mit 3 der Klavierfähigkeit. Sehr schön. Zur Inspiration zupfen wäre mal eine Idee. Aber du bist echt müde, oder? Wie weit bist du hier?
Das klingt gut. Die Mimik dabei, da müsst ihr mal drauf achten, das ist voll geil. Ich mach's mal so. Wenn man denkt, man ist der Checker, ey. Das passt zwar überhaupt nicht, was er da mit seinen Händen macht von der Musik her, aber er ist nicht schlecht mit der Gitarre. Ob man die Gitarre in der Hand gehabt, mag ich überhaupt nicht. Bin mehr so der Geigenmensch. Cello habe ich ja mal eine Zeit lang gelernt. Das heißt eine Zeit lang, ein halbes Jahr. Dann war das Geld nicht mehr da. Hust. Ich werde niemanden jetzt beschuldigen oder so. Lilly muss in einer Stunde zur Arbeit. So, dann können wir ihm nämlich auch mal das schönere Bett kaufen. Hat er überhaupt schon Computer? Nee, hat er auch nicht. Mensch. So. Mit den ganzen Packs hat man mittlerweile so mega viele Sachen. Das ist echt heftig. Uff, da ist es. Das gibt's bestimmt in so einem schicken Rot, oder? Der Pornoprinz hier. Move Objects. Das Pornobett. Das passt hier aber irgendwie nicht rein. Das passt besser rein. Das macht nämlich schön besser und so. Ja, genau. Beanspruchen und schlafen. Was? Er hat irgendwas abgeschlossen. Das ist schön. Swench Robbie. Jetzt seins, ja, sehr schön. Dann geh mal pennen, mein Lieber. So, dann tragen wir dir nämlich auf die Toilette verwenden, bewässern, nachdenklich duschen. Vielleicht nimmst du dir einfach noch einen Urlaubstag. Das wäre ja vielleicht schlau. Und dann übst du mal ordentlich Klavier zur Inspiration klimpern und üben. Das ist, was du erstmal machen kannst, damit der Garten auf jeden Fall schon mal bewässert wird. Und so. Und der Typ hier dann, ja. Oh, halt, stopp, wir haben den Computer vergessen. So. Nicht, dass das wieder einfacher ist oder so, nein. So. So ein bisschen Deko könnten wir ihm eigentlich sogar noch hinhängen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, warum nicht? So. Wir haben jetzt ja genug Zeug. Was denn Geiles? Man findet hier voll die netten Sachen so nebenbei. So Rakete oder so braucht er ja nicht. Ich habe überlegt, zu ihm würde ja irgendwas Musikalisches passen. Ich finde diese Bilder hier immer sehr geil. Die hängen wir jetzt auch mal hier hin und zwar alle drei. So, aber natürlich nicht so, weil das hässlich aussieht. Vielleicht so ein bisschen versetzt. So ein heller Rahmen, ne? Haben wir noch das Klavierteil, wobei das können wir vielleicht hier mit hinhängen. Nein, wir hängen, genau, wir hängen es hier hin. Wo gibt es hier noch irgendwas Schönes?
sind auch geil, ne? Aber die geben Umgebung 3, aber die anderen sind teurer, also ich verstehe das immer nicht, ein bisschen nicht so, aber egal. Viva la Landschaft. Wir machen das mal größer und hängen das hier hin. Haben wir hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. Was kostet denn das Bücherregal? Zu viel. Schade. Ich würde hier nämlich ein zweites einfach hinstellen. Wobei wir auch erstmal solche hier hinstellen können. Jetzt hat er die Viva la Landschaft hier hängen. Sieht schon edel aus. Hier muss auch noch irgendwas Schönes hin. Ich hätte jetzt ja mal so ein Podest oder so gebaut, wo man was draufstellen kann. Der passt ja hier noch nirgendwo mit hin, ne? Genau. Damit. Wenn er das schon hat. Ja, nee, das ist auch blöd. Vielleicht einfach sowas hier. Hier mit in die Ecke. Und da dann eine Pflanze drauf. Ich glaube, das sieht schöner aus. Dann gibt es hier noch so eine Blume. Hätte sein Musikpreis ja schon stehen. Wir gucken mal. Können die mir auch sowas hier hinstellen, oder? Ja, nicht schaden. Ja, wir drehen das mal ein bisschen so. Also, dass es auch wirklich drauf steht und nicht andere Sachen macht. Überleg gerade, ob man davor noch irgendwas stellen könnte. So eine Kleinigkeit, die da halt auch hinpasst. Das Ding ist natürlich auch geil. Ich pack das jetzt mal hier hin. Und das verkaufe ich mal. So. Vielleicht noch solche Blumen. So, also ein bisschen Blumenmensch hat hier ein bisschen Natur auch noch im Haus. So, und wo ist jetzt die Gitarre? Die ist in seinem Inventar, oder? So, weil die Gitarre, die könnten wir jetzt hier mit hinstellen. Ist ja erstmal was. So, wir haben ihn beauftragt. Sein Zimmer umdesignt. Ein bisschen. Dann können wir jetzt zu Lucien wechseln. Der jetzt auch noch schläft. Hat er hier seine ganzen Frosch, seine Froschsammlung hier, die ist schon geil. Ach, er hat hier noch seinen Wäschekorb stehen. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten ja hier so einheitliche Wäschekörbe. Das passt irgendwie besser. Wir lassen ihn jetzt noch mal einen Moment ausschlafen. Wobei, was sagt die Arbeit? Er hat sowieso frei. Ja, perfekt. Feinschmecker-Kochfähigkeit erreichen. Super, das wird ja klasse. Moment, arbeitet sie schon fleißig? Nein, tut sie nicht. So. Dann gehst du mal das Klo verwenden, nachträglich duschen.
Dann gehst du nicht das Klo verwenden, sondern erst nachdenklich duschen. Diese Leute hier, ne? Dann darfst du danach das Klo verwenden gehen. Und Victor hat's kaputt gemacht. Victor, du bist so ein Trottel. Okay. Dann darfst du ein Gourmet-Menü zubereiten. Und zwar ein Caprese-Salat. Seht wieder ihren Bericht hier. Lucien in der Küche. Passt ja. Wenn die älter werden, müssen die echt mal umdesignt werden. So, du nimmst dir mal ein Gericht. Essen loben. Ja, das Essen loben ist kein Problem. Das mache ich auch regelmäßig. Ach, er setzt sich hier hin und isst. Es stinkt komisch, ne? Anstatt mal die Sachen wegzuräumen. Nein, das geht nicht. Ich finde geil, dass das ja dieselbe Farbe ist, aber irgendwie doch nicht. Oder dieselbe Farbe sein soll, aber irgendwie doch nicht. Mal so gesehen. Was haben wir hier? Orangen, irgendwas mit Puff. Egal, wir können mal kurz mit ihm labern. Aha. Fumu Benorf. Oh, Zappelnorf. Die Warteschlange ist voll. Ja. Lass dir ruhig Zeit, mein Lieber. Ist ja kein Problem. Wir müssen jetzt ja nur den Garten ernten. So, dann müsste er jetzt ja schon Musik spielen gehen, oder? Nee, er macht jetzt die Gartenpflege. Einmal Blumen gießen. Ach, das hier macht so komische Geräusche. Warum sind die Blumen eigentlich gegossen? Ich sag dazu mal nichts. So, wir wollten... Ich muss mal kurz überlegen. Geld sammeln, damit er sein Bett da bekommt. Dann darfst du jetzt mal reparieren und reparieren. Weil die Leute ja alles kaputt machen. Den Garten wollten wir auch noch umbauen. Aber erstmal die teuren Betten kaufen. Ich finde, dass das eine sehr gute Idee ist. Schreibblockade. Phyllis kommt bei ihrer neuesten Geschichte nicht weiter. Sind wir ehrlich? Wir sind ehrlich. War auch schon 100 Mal, deswegen lese ich das jetzt nicht immer 100 Mal vor. Ich finde diesen Vergleich einfach schon echt geil. So, wir haben jetzt hier drei Leute, die schon das gute Bett haben. Hier hatten wir, glaube ich, noch nicht genug Geld. Ey, man sieht echt, dass er so ein Gamer-Nerd sonst was ist, den nichts interessiert, weil hier einfach alles rumliegt, ne? Der ist so geil, der Typ. Was macht er jetzt? Er repariert das noch. Kannst ja mal schnell aufräumen. Das hat er noch irgendwelche Bücher dabei. So, dann darfst du das mal wegwerfen und das aufwischen. Wie sieht's mit dem Müll aus? Den kannst du mal leeren. Wenn wir schon mal dabei sind, hier mal wieder alles ordentlich zu machen. Ne? Das kann man kann das ja mal so machen. Lass dich arbeiten. Die Wäsche liegt hier rum. Trockenheit, trocken und warm. Hey, wir packen lieber ins Wohnzimmer die Wäsche. Hier hin. So.
Was geht bei ihm? Wurde schon geleert, das ist doch schön. Du darfst es trotzdem nochmal aufräumen. Victor war so freundlich. Ja, Mensch. Und die Pfütze aufwischen? Ja, die auch. Es bringt nichts, nur eine aufzuwischen. Ja, das Klo, nee, doch nicht. Diese Entschlossenheiten immer. Dann Wäsche weglegen. Kann man ja mal tun. So. Essen, Getränk bewerten, Kolumne. Er wird auch bald befördert, das kann ich jetzt schon sagen. Auf E-Mail antworten. Hat er das bei, nee, nicht bei Spiel, bei Schreiben. Da Kolumne schreiben. Meine, auf eine E-Mail anzuforten, das wird ja nicht lange dauern, ne? Ja, war mir klar. Ja, so langsam. Ich finde sein extra kleines Schlafzimmer hier voll süß. Mehr muss der Typ eigentlich nicht machen, ne? Schreibfähigkeit verbessern. Da mach das doch mal. Schreiben. Mach mal eine Poesie. Eine Kurzgeschichte. Du bist ja immer so schnell dabei. Ja, mein Freund. Gedichte lieblicher als Bäume. Was für ein Poesiedings. Blitzleser. Mensch, die Leute werden in 18 Tagen älter. Das muss man sich mal reinziehen. So, Phyllis hat Geld mit nach Hause gebracht. Das ist schön. Und wir können Lucien das Bett vielleicht nicht kaufen. Wobei, wir können ja mal gucken, wo ist denn der teure Frosch hier? So, dass du mal Frösche züchtest in der Zeit. Und vielleicht kriegen wir es dann hier noch die letzten 300 Simoleons zusammenzukriegen. So, aber für diesen Part war es das schon etwas länger. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.